Hi, willkommen bei Grün Chill Barbecue und Lifestyle. Heute machen wir ein Caviar Brisket. Ich habe noch eins rumgelegen gehabt. 2,1 Kilo, das ist noch der Rest. Wie es schmeckt, wie ich es gemacht habe, das seht ihr heute. Viel Spaß! Dann geht's hier gleich los mit den Zutaten. Wir brauchen einen Rub natürlich. Ich möchte nicht zu stark würzen, weil das Fleisch sehr speziell ist. Darum nehme ich den mediterranen Barbecue for Champions von Spice World. Dann wird noch gesalzen mit tiefem Salz, aber das kennt ihr ja. Dann natürlich unseren Hauptdarsteller, das sind 2,1 Kilogramm Kaviar-Rind. Wer dazu ein paar Informationen möchte, ist unten in der Infobox verlinkt. Das sind die ganzen Zutaten, ist alles in der Infobox beschrieben. Dann geht's gleich los mit dem Fleisch trimmen und würzen. Das gute Stück war gefroren, ich habe es langsam im Kühlschrank aufgetaut. Jetzt schneide ich mir den Fettdeckel ein bisschen zurecht, nehme ein bisschen weg. Schauen wir mal, was es braucht. Ihr könnt das natürlich auch dran lassen, je nach Geschmack. Die einen mögen es lieber mit, die anderen ohne. So, das gröbste talgige Fett weggeschnitten, getrimmt. Mal schön hier außen rumfahren. Kann man natürlich auch am Schluss noch was abschneiden, wenn ihr Sehnen habt. Wie hier schneide ich gleich raus. Aber durch die lange Garzeit beim Smoken wird das meiste Teil verflüssigt und gibt auch natürlich guten Geschmack. Das talgige Fett nehme ich ein bisschen weg hier. Das ist nicht meins. Sehr schön durchzogen, gefällt mir sehr gut. Das passt so. Dann wird gewürzt. Dann das gute Stück gut salzen von beiden Seiten. Dann der mediterrane Rub, der gibt uns guten Flavor, guten Geschmack rein. Geben wir mal auf beiden Seiten was drauf. Wer gerne Pfeffer hat, kann natürlich jetzt noch einen guten Pfeffer aufmachen. Ich lasse das so, wir haben morgen Kinder dabei. So essen die das auch. Und schmeckt richtig gut nach den mediterranen Kräutern. So passt das. Das wird jetzt für 12 Stunden im Kühlschrank gelegt. Und dann sehen wir uns um ca. 24 Uhr. Und dann wird das aufgelegt. Bis dann! So Freunde, Grill mal aufgeheizt. Schönes Stück rein. Okay. Passt nicht ganz. Da müssen wir uns eine Alternative aussuchen. Kleiner Scherz. Es geht drüber an Monolith. Wie man den Grillibilly am Start, Luftgleiter. Starten wir mal durch. Heizen ein. Schön in der Mitte. Kohlen sind aufgefüllt. Passt perfekt.
So Freunde, habt's gesehen, eine gute Glut haben wir. Das Fleisch habe ich seit gut 2,5 Stunden rausgenommen, dass es schon normal Temperatur kriegt, weil ihr habt eine kürzere Gardauer dadurch. Das funktioniert perfekt. Einfach 2 Stunden oder 2,5 Stunden vorher aus dem Kühlschrank nehmen und Temperatur ziehen lassen. Monolith mache ich jetzt zu. Oben auf, unten auf, Maximum. Und dann regeln wir den mal auf 100. Ja, ich denke 100 Grad mal ein. Meine Garraumtemperatur wird 110 Grad sein. Natürlich wie immer den Maverick am Start. Oben rein ein Fühler. 100 Grad ist erreicht. Ich habe einen Reflektorstein unten rein gemacht, dass wir ein wenig eine authentische Temperatur haben. Und dann nehme ich den raus. Dann geht es gleich weiter mit dem Räuchern. Reflektorstein raus. Auf die Seite legen. Dann nehme ich heute von Smokewood Rotweinfässer. Ich nehme 3 Stück. Ihr seht hier noch den Weinstein. Die Abfärbungen, die riechen richtig fantastisch. Die lege ich jetzt mittig rein, dass es gleich mal losgeht mit dem Räuchern. Reflektorstein wieder rein. Die Erhöhung. Monolith Classic. Ein älteres Modell. Aber funktioniert nur einwandfrei. Dann die Erhöhung dazu. Nehmen Sie hier schön oben drauf. Nehmen wir unser schönes Kabierbrüstchen, packen das mal aus. So sieht das nun aus. Richtig schön. Eingewürzt, das passt so. Es beginnt zu rauchen, perfekt. Noch Maverick, schön mittig rein. Und dann würde ich sagen, ich schließe den Party-Cue noch an und dann geht's los. Schauen, dass morgen Mittag was zu essen gibt. Habe ich hier den Stromanschluss für meinen umgebauten Party-Cue. Werde ich euch verlinken, wer es noch nicht gesehen hat. Der läuft mit 220 Volt. Ihr seht es hier. Wir sind bei 113, 114 Grad, das passt perfekt. Schauen, dass er jetzt runter geht, oben die Luftabfuhr richtig zumachen. Ich habe hier noch 3 mm offen jetzt zur Zeit, ihr seht es auch hier. Aber ihr seht hier, der Rauch steigt auf, der fühlt sich nicht mehr hundertprozentig. Gruß von Pizza Time, Pizzas bei 330, wie ich es mache. Oder wenn ihr mal auf 400, 450 hochheizt, gibt das Probleme beim Filz. Da brennt es mal durch und dann müsst ihr den Filz ersetzen. Aber ich habe da eine Lösung. Da kommt früher oder später ein Update für euch. So Freunde, das lassen wir nun schön rauchen. Es ist kurz vor 12 Uhr Mitternacht. Ich denke so um hoffentlich mittags, um 1 und 2 Uhr nachmittags ist es fertig. Meine Kollegen sind auf 15 Uhr bestellt. Dann schauen wir mal, ob das reicht. Ich wünsche eine gute Nacht. Schauen wir mal rein. 11 Stunden sind vergangen. Wow,
bisschen geschrumpft, ne? Aber schön fluffig, gute Kruste. Jetzt nehme ich mir eine Alufolie, obwohl Alufolie eigentlich nicht so optimal ist. Packen die noch ein, bis die Gäste kommen. Temperaturfühler raus, das gute Stück in Alufolie reinpacken. Und dann könnt ihr das zum Beispiel im Backofen bei 60 Grad noch ein bisschen in die Länge ziehen, dann kann das gut ruhen. Oder einfach in eine Styroporbox mit zwei Flaschen heißem Wasser zum Beispiel. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis später. So, Freunde, ihr habt es gesehen, bisschen geschrumpft, ne? Aber ich würde sagen, wir schneiden das mal auf und schauen rein. Schöner Mittelschnitt. Das ist schon fast Pulled Pork. Wenig übergart, würde ich mal so behaupten, aber es ist super weich. Dann würde ich sagen, wir testen das mal an. Gut mürbe ist es auf jeden Fall. Das zergeht auf der Zunge. Sensationell. Das Fett. Super Geschmack. Das Fleisch. Ich behaupte immer noch, man schmeckt es, dass es mit Resten von Bierabfällen das zu essen bekommt. Andere sagen nein. Probiert es selber aus, wenn ihr irgendwie zu dem Stück kommt. Und wie immer würde ich mich freuen über einen Daumen hoch, ein Däumchen, mehr ein Träumchen, ein Abo nicht vergessen, in den Shop reinschauen. Zwei weitere Folgen für euch. Bis zum nächsten Mal bei Green Chill Barbecue und Lifestyle. See ya!